Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk Homeoffice Edition Extra. Diesmal ist alles anders. So heißt es immer, wenn Börsenexperten und Ökonomen der Ansicht sind, sie hätten aus der Vergangenheit gelernt und dass die alten Regeln nichts mehr gelten würden. Und natürlich haben sie recht, die Geschichte wiederholt sich nicht. Doch um es mit den Worten von Mark Twain zu sagen, die Geschichte reimt sich manchmal. Nach bald 3 Monaten Corona-Pandemie werden die wirtschaftlichen Folgen immer deutlicher. Trotz Hyperaktivität der Regierungen und Zentralbanken häufen sich die negativen Wirtschaftsmeldungen. Nur die Aktienmärkte, die bleiben davon unberührt. Was lässt sich dennoch aus der Vergangenheit lernen? Mit welchen Szenarien soll der Anleger, die Anlegerin rechnen? Und auf welche Anlageinstrumente können wir uns abstützen? Über diese Themen spreche ich heute mit Caroline Hilb, Leiterin Anlagestrategie und Analyse, und Thomas Stucki, Chief Investment Officer St. Galler Kantonalbank. Mein Name ist Jan Gregor. Unser heutiger Investment Talk ist ein Live-Anlass. Nehmen Sie aktiv daran teil. Beteiligen Sie sich an den Umfragen und stellen Sie uns Ihre Fragen. An den Umfragen nehmen Sie am besten teil, indem Sie die Zoom-App installieren. Fragen können Sie uns jederzeit stellen, indem Sie auf den F&A-Knopf oben auf Ihrem Bildschirm klicken und dort Ihre Frage eingeben. Wir werden so viele Fragen wie möglich in der zur Verfügung stehenden Zeit beantworten. Thomas Stucki, was ist Ihre wirtschaftliche Bilanz nach 3 Monaten Corona-Pandemie? Ja, vor allem wirtschaftlich ist natürlich dramatisch, was passiert ist. Praktisch über Nacht wurden große Teile der Wirtschaft, insbesondere im Konsumbereich, natürlich lahmgelegt durch all diese Lockdowns. Wenn man es auf der Finanzmarktseite anschaut, dann sieht es etwas weniger dramatisch aus. Da haben die Finanzmärkte doch einen Großteil des ersten Schreckens überwunden. Und beispielsweise die Aktienmärkte haben ja seit Mitte März mehr als die Hälfte des Verlustes schon wieder aufgeholt. Aber wirtschaftlich gesehen ist natürlich extrem schnell gegangen, extrem stark der Einbruch, den wir momentan erleben. Die Negativmeldungen, Sie sagen es, der Wirtschaft, die reißt nicht ab. Die EU prognostiziert eine Rezession historischen Ausmaßes. Wie ordnen Sie solche Schlagzeilen ein? Ja, das sind doch die Schlagzeilen, die es braucht, oder? Damit man auch in den Medien zitiert wird. Ich glaube, da muss man etwas vorsichtig sein, ob das schon historische Ausmaße ist. Was sicher in Ausmaß und in Schnelligkeit einzigartig ist, eben wie schnell es gegangen ist. Beispielsweise 2008 nach der Finanzkrise brauchte es doch ein paar Monate, bis die Rezession wirklich da war. Man darf aber nicht vergessen, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da dauerte die Depression ja mehrere Jahre. Ob das auch diesmal der Fall sein wird und es damit wirklich historische Ausmaße angenommen hat, das wird man dann erst im Nachhinein sagen können. Ich wäre da mit solchen Aussagen momentan schon noch etwas vorsichtig. Die Weltwirtschaft ist ja in erster Linie von den beiden größten Volkswirtschaften abhängig, USA und China. Dort in den USA sind in den letzten Wochen und Monaten über 20 Millionen Arbeitslose registriert worden. Die Wirtschaft soll um 7% sinken. In China hat man die Wachstumsziele zurückgenommen. Caroline Hilb, was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Für die Weltwirtschaft sind das natürlich keine guten Nachrichten. Das hat man damals im Zuge des Handelsstreits zwischen China und den USA bereits beobachten können. Das hat ja die ganze Welt tangiert. Und das ist doch dieses Mal so. Wir haben eine Rezession in beiden Ländern zeitgleich, relativ tief. Wir haben die Corona-Pandemie, die noch nicht überwunden ist, vor allem in den USA nicht. Und wir haben nicht die Aussicht auf einen synchronen Aufschwung. Und die Aussicht auf diesen fehlenden synchronen Aufschwung ist natürlich ein großer Minuspunkt für den weltwirtschaftlichen Ausblick im aktuellen Umfeld. An dieser Stelle möchte ich eine Umfrage unseren Zuhörern durchführen, und zwar zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz. Die Frage ist, welche Wirtschaftsentwicklung erwarten Sie in der Schweiz? Wenn Sie der Meinung sind, die Schweiz ist abhängig von der Entwicklung in der EU und den USA, Arbeitslosigkeit und Konjunktureinbruch erreichen 2020 historische Rekordwerte, klicken Sie auf A. Wenn Sie der Meinung sind, die Schweizer Wirtschaft wird zuerst hart getroffen, nach einem Tauch im zweiten und dritten Quartal wird sich die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal rasch erholen, dann klicken Sie auf B. Und wenn Sie der Meinung sind, die Schweiz ist besser aufgestellt als der Rest der Welt, dank international wettbewerbsfähiger Unternehmen bleibt sie nur am Rande von der Verlangsamung der Weltwirtschaft betroffen, klicken Sie auf C.
Teilgenommen haben 37 Teilnehmer. Es gibt ein Unentschieden zwischen A und B. Thomas Stucki, überwiegend da die positiven oder eher die negativen Reaktionen? Ja, es ist ausgeglichen, oder? Positiv und negativ. Und ich glaube, das ist das Bild, das momentan überall herrscht. Das ist auch das Bild, das die Finanzmärkte bestimmt. Ein Teil der Leute oder der Anleger ist negativ gestimmt, ein Teil sieht eine rasche Erholung. Und das führt natürlich dazu, dass sich diese beiden Teile gegenseitig eigentlich wie ausgleichen und ausbalancieren. Das sieht man auch an den Aktienmärkten momentan. Darum ist auch die Seitwärtsbewegung der letzten 4 Wochen. Ich persönlich glaube auch, es hat von beidem etwas. Die Schweiz ist natürlich darauf angewiesen, dass sich beispielsweise auch Deutschland oder die deutsche Autoindustrie rasch erholt. Von daher gehe ich auch nicht auf, ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt sehr, sehr schnell geht. Sondern dass es doch nicht drittes, viertes Quartal wird, bis sich die breite Erholung anzeichnet, sondern dass es doch mindestens 2021 gehen wird. Ich bin aber auch etwas bei der Minderheit noch vom C, dass die Schweizer Wirtschaft nicht so hart getroffen wird. Das wird etwas, tönt jetzt etwas optimistisch oder vielleicht auch etwas naiv, aber die Schweizer Wirtschaft hat schon in der Vergangenheit gezeigt, immer wieder gezeigt, dass sie relativ flexibel ist, auch sich anzupassen und daher üblicherweise aus solchen Situationen besser herauskommt als beispielsweise andere Länder wie Frankreich, Italien, aber auch Deutschland. Wagen Sie eine konkrete Prognose für die Schweiz? Ja, in der Schweizer Wirtschaft, die wird in diesem Jahr natürlich tief in der Rezession verharren. Also das BIP-Wachstum wird deutlich negativ sein. Also der Wirtschaftsleistung wird zurückgehen. Das in Zahlen auszudrücken, ist momentan noch relativ schwierig. So die Zahlen von 6-7%, die herumgeboten werden, die sind wahrscheinlich relativ realistisch. Ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr ein Wachstum geben wird, ein deutlich positives Wachstum, aber das wird nicht genügen, um die wirtschaftlichen Verluste aus diesem Jahr zu korrigieren. Ich gehe davon aus, dass wir Ende 2021, das heißt Ende nächsten Jahres, BIP-mäßig in der Schweiz an sich immer noch tiefer sind als vor Corona. Und wie schätzen Sie die Lage EU, USA, China ein? Ja, da muss man etwas unterscheiden natürlich. Momentan sieht es überall düster aus, insbesondere natürlich auch in den USA mit den Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen. Auf der anderen Seite zeigt auch hier die Erfahrung, die amerikanische Wirtschaft ist auch relativ flexibel, wenn es darum geht, sich dann auch neu auszurichten. Das heißt, ich gehe auch davon aus, wie auch nach der Finanzkrise, dass die amerikanische Wirtschaft eher wieder aus ihrem Wellental herauskommen wird im nächsten Jahr, als beispielsweise die EU, die viel starrer ist in ihren Strukturen, die länger braucht üblicherweise, bis sie sich wieder aufgerafft hat. Von daher bin ich eher zuversichtlicher für die USA als jetzt für die EU, vor allem auch mit ihren großen Unterschieden. Deutschland wird es eher schaffen als Spanien und Italien. China ist schwierig einzuschätzen. Man hört natürlich Indikationen, dass es dort wieder einigermaßen gut läuft. Man hört aber auch das Gegenteil. Es ist wie immer, es ist extrem schwierig als Außenstehenden zu beurteilen, wie es in China effektiv aussieht. Was sicherlich sein wird, ist, dass natürlich die chinesische Wirtschaft, wenn man etwas über das nächste Jahr hinausschaut, weiterhin einer der großen Wachstumstreiber der Weltwirtschaft bleiben wird. Karl Hilp, die Staaten klotzen mit ihren Unterstützungsprogrammen. Man hat nicht den Eindruck, dass die etwas bewirken. Sehen Sie das anders? Ich sehe das etwas anders. Ich habe schon den Eindruck, dass sie etwas bewirken. Also ich denke hier ans Beispiel der Schweiz. Wir haben das System der Kurzarbeit. Auch wenn die Beträge in der Kurzarbeit natürlich um einiges tiefer sind als in Lohnarbeit, stabilisiert es doch die Arbeitslosigkeit. Sie steigt ja schon bereits an. Sie würde noch viel stärker ansteigen, wenn wir dieses System der Kurzarbeit nicht hätten. Ich finde es auch wirklich notwendig, dass die Staaten jetzt auch der Wirtschaft unter die Arme greifen. Ob jetzt die Abwrackprämie, die in Frankreich wieder lanciert wird, das war ja schon ähnlich wie in der Finanzkrise so, dass der französische Staat und auch Deutschland haben ja Gelder gesprochen, wenn man ein neues Auto gekauft hat. Ob das dann sinnvoll ist, darüber kann man diskutieren. Das ist ein Einmaleffekt. Man hat dann das Auto,
Vielleicht sind die Lager der Autofirmen geleert, aber das bringt ja nicht die Wirtschaft wieder in Gang. Von daher finde ich alle Maßnahmen gut, die das Wirtschaftssystem stabilisieren, eben sprich die Arbeitslosigkeit nicht zu stark ansteigen lassen, die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie abstützen. Aber was ich nicht so positiv finde, sind eben solche Einmaleffekte, die einmal gesprochen sind und dann wieder weg sind. Negativbeispiel ja sicher die Abwrackprämie. Thomas Stucki, bei all diesen Programmen der Zentralbanken und auch der Regierungen taucht immer wieder jetzt auch das Gespenst der Inflation auf. Nach Lehrbuch müsste das ja auch so sein. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe das auch noch gelernt als Student der Volkswirtschaft, Geldtheorie. Wenn man Geld ins System pumpt, dann hat man nach 2-3 Jahren hat man nichts. Kein höheres Wachstum mehr, nur noch höhere Inflation. Man hat schon nach der Finanzkrise 2008 gesehen, dass wenn eben die Mengen an Geld, die hineingepumpt werden, so riesig sind, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr so stark oder nicht mehr so genau, wie das eigentlich erwartet wird, weil einfach ein Großteil dieses Geldes dann nicht in der Wirtschaft ankommt. Das wird auch diesmal der Fall sein. Inflation wird nicht dadurch entstehen, dass Geld ins System gepumpt wird. Inflation wird dann entstehen, wenn das Geld effektiv dann auch überdurchschnittlich stark wirkt. Das heißt, wenn die Nachfrage nach Gütern und Produkten plötzlich sprunghaft ansteigen sollte, dann wird natürlich das viele Geld inflationär. Sonst werden wir eine ähnliche Situation haben wie nach der Finanzkrise, dass wir trotz vielem Geld keine Hyperinflation haben werden, vielleicht etwas stärker ansteigende Inflationsraten. Aber dafür muss die Nachfrage nach Gütern steigen und die Produktion eben nicht mithalten können. Auf der anderen Seite gibt es Mahner, die sagen, nein, das ist nicht das Inflationsrisiko, sondern das Deflationsrisiko, das die größere Gefahr ist. Und der tiefe Ölpreis und der Konjunktureinbruch sprechen ja durchaus auch für dieses Szenario. Was können Sie dieser Argumentation abgewinnen? Ja, wenn man rein mathematisch schaut, wir haben momentan in der Schweiz eine Inflationsrate von -1,1%. Das ist ja per Definition Deflation, oder? Aber ich glaube, man muss auch hier aufpassen und das Ganze etwas in das Verhältnis setzen. Oder wenn die Leute von Deflation sprechen, da hat man im Hinterkopf immer so die 30er Jahre nach der großen Depression. Damals waren die Inflationsraten in der Schweiz während 2-3 Jahren bei -7%, in den USA bei -10%. Das führt dann dazu eben, dass die Leute ihr Verhalten ändern aufgrund des Preisrückgangs, oder? Das haben wir momentan nicht. Wir haben einfach 3 Faktoren, die preisdämpfend wirken in der Schweiz. Das ist einerseits natürlich die Nachfrage, die jetzt zurückgehen wird, die Rabattschlachten, die kommen werden im Sommer. Wir haben den Erdölpreis, ein klassischer Lieferant von tieferen Inflationsraten, wenn er so stark sinkt wie momentan. Und in der Schweiz haben wir natürlich zusätzlich noch den Franken, der stärker geworden ist, vor allem auch zum Euro, aber auch zum Dollar, und der die Importpreise fallen lässt. Darum auch diese -1,1% hatten wir auch 2015 schon. Dann hat sich die Inflationsrate dann relativ rasch wieder Richtung Null bewegt. Das werden wir auch diesmal sehen. Also für mich, ich habe weder Angst vor massiven Inflationsschüben. Inflationsraten werden etwas ansteigen über die nächsten Jahre. Aber es wird nicht eine spürbare Inflation sein, dass man das Gefühl hat, alles werde teurer. Und ich habe genauso wenig Angst, dass wir eine massiv spürbare Deflation erleben werden. Man muss auch sehen, die Zentralbanken haben natürlich sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Sie haben auch ein Instrumentarium für die Geldpolitik zu steuern, für die Inflation, Deflation zu steuern, verfeinert. Und sie wissen mittlerweile auch, wie man damit umgehen muss. Und darum habe ich jetzt nicht Angst, dass die Preisstabilität in die eine oder andere Richtung eben verloren geht. Karin Hild, wir haben ausführlich über die wirtschaftlichen Probleme gesprochen. Auf den Aktienmärkten scheint da wenig davon spürbar zu sein. Macht Ihnen die Bewertung an den Aktienmärkten nicht Sorgen? Auf den ersten Blick ist die Bewertung tatsächlich sehr hoch, da haben Sie recht. Das hat so etwas Sorgenvolles, aber es gibt 2 Elemente, die mich davor bewahren, mir deswegen zu große Sorgen zu machen. Das eine ist, ich denke doch, dass viele Firmen sehr kostendiszipliniert sind. Diese Kostendisziplin, die wird sich positiv zeigen in den nächsten
Monaten. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass doch viele Firmen auch ihre Strukturen angepasst haben, ihre Produktionswege nochmals überprüft haben, auch mit den Erfahrungen aus Corona. Und ich denke, dass hier einige Firmen, die aktuell eher hoch bewertet sind, sogar eigentlich mit einem blauen Auge davon kommen werden. Beispiele, die schon bereits schlanker geworden sind, ist VAT. VAT ist eine Firma, die stark konjunkturabhängig ist, sie ständig damit beschäftigt, sich effizienter aufzustellen. Und diese Firmen, die so agieren müssen, die sind sehr flexibel und die werden durchaus auch profitieren. Was ganz wichtig ist, um die aktuellen Bewertungen einzuschätzen, ist, es darf keine zweite Welle geben. Das ist enorm wichtig. Und der wirtschaftliche Aufschwung, der natürlich im Moment in den Aktienkursen drin ist, der muss sich auch innerhalb nützlicher Frist dann wirklich auch bewahrheiten. Dann machen wir die hohen Bewertungen keine großen Sorgen. An dieser Stelle möchte ich auch wieder eine Umfrage unseren Zuschauern durchführen, und zwar zu den Aktien. Die Frage ist, wie investieren Sie im Moment in Aktien? Wenn Sie sagen, Cash is King, ich habe fast alle Aktien verkauft und warte, bis die Wirtschaftskrise vorbei ist, klicken Sie auf A. Wenn Sie meinen, ich setze vorwiegend auf die Schweizer Schwergewichte, Nestlé, Roche und Novartis, damit mache ich nichts falsch, dann klicken Sie auf B. Ich habe angefangen, Aktien zu kaufen, die zuletzt stark verloren haben. Klicken Sie auf C. Und wenn Sie der Meinung sind, ich setze auf ein breit diversifiziertes Portfolio, klicken Sie auf D. Und 39 Teilnehmer haben mitgemacht. Die Mehrheit sagt, ich setze auf ein breit diversifiziertes Portfolio. 7 von 10 sagen das. Caroline Hilp, was meinen Sie dazu? Ich freue mich, dass sich so viele für die Antwort D entschieden haben. Das ist natürlich die beste Lösung, weil man natürlich nie weiß, welche Aktie wie reagiert. Und wenn man dann breit diversifiziert ist, dann kann man von möglichst vielen verschiedenen Konjunkturbewegungen profitieren. Ich kann aber auch gut damit leben, wenn man sich für B und für C entschieden hat. Wenn man nämlich B und C sehr diszipliniert umsetzt, hat man am Schluss vielleicht eben auch D. Es ist sehr entscheidend, dass man hier eben eine gute Mischung hat. Nestlé, Roche, Novartis, so als schönes, stabiles Kernportfolio. Das, was bei C ist, die Titel, die etwas volatiler sind, als schöne Ergänzung. Und dann hat man meistens schon eine sehr gute Diversifikation über verschiedene Sektoren, über verschiedene Länder und damit auch bereits verschiedene Treiber sich ins Depot geholt. Aber eben 18% der Teilnehmer haben gesagt, ich mache jetzt Bottomfishing, wie das so schön auf Englisch heißt. Ist das eine sinnvolle Strategie? Es ist durchaus eine sinnvolle Strategie dann, wenn man bereit ist, auch Verluste zu tragen und dann, wenn man einen sehr langen Atem hat und auch eine große Nervenstärke hat. Ich persönlich, ich mag Bottomfishing nicht so wahnsinnig, weil häufig in dem Moment, in dem man Bottomfishing anfängt, ist es so, dass man noch nicht sehr viele Informationen hat darüber, wie sich die Situation wirklich entwickelt. Das heißt, man kann dann in diese sogenannten Value Traps reinlaufen, dass man nämlich Firmen kauft, die sehr billig aussehen, aber effektiv auch wirklich so billig sind, was sie nicht halten, was sie versprechen. Also das fand ich in der Corona-Pandemie doch sehr stark, dass eigentlich viele Firmen stärker abgestraft wurden, die auch wirklich stärker von der Pandemie betroffen sind. Ein gutes Beispiel hier sind die Versicherungswerte, wenn Sie Swiss Re und Zürich einander gegenüberstellen. Swiss Re hat viel stärker verloren als die Zürich-Versicherung, obwohl beides Versicherungswerte sind. Bei Swiss Re spielt wirklich dieser Rückversicherungscharakter eine Rolle. Es ist offen, wie viel Swiss Re für die Olympiade bezahlen muss, die abgesagt wurde. Das sind sehr hohe Kosten. Gleichzeitig gab es auch wieder Naturkatastrophen. Und diese Kosten sind natürlich im Preis von der Swiss Re bereits berücksichtigt. Das heißt also, ich kaufe das vielleicht schon billig, aber ich gehe natürlich das Risiko ein, dass die Swiss Re auch effektiv diese Kosten übernehmen muss. Bei der Zürich habe ich dieses Risiko nicht. Das heißt also, ich wähle lieber die Zürich, habe ich eine kleinere Unsicherheit, auch wenn ich bei Swiss Re dann das größere Gewinnpotenzial habe. Von daher muss man einfach etwas länger dranbleiben bei der Swiss Re, als jetzt aktuell bei der Zürich, um den gleichen Gewinn rauszuholen.
Was ja jetzt auffällt, ist, dass die Aktienmärkte recht stabil sind und dass sowohl die meisten Unternehmen im Rahmen ihrer Quartalsberichterstattung zum ersten Quartal 2020 ihre Prognosen kassiert haben, also sich eigentlich nicht über die Zukunft äußern wollen. Was bedeutet das für Sie als Anlegerin? Das bedeutet für mich natürlich zuerst einmal, dass die Unternehmen in kommunikativer Art und Weise ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie wissen, dass sie nicht sehr viel gewinnen können, wenn sie eine klare Aussage machen. Wenn sie eine zu positive Aussage machen, dann werden sie zu stark abgestraft von den Anlegern. Und wenn sie sich zu negativ äußern, dann verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Das heißt also, diese große Unsicherheit, die durch die Corona-Pandemie in der ganzen Wirtschaft drin ist, im ganzen Wirtschaftssystem drin ist, die ist eben auch bei den Unternehmen drin und darum machen sie keine klaren Aussagen. Und ich denke, das ist vor allem die Kernbotschaft, nämlich die Unsicherheit ist groß. Es ist extrem wichtig, dass diese Lockerungsmaßnahmen, die jetzt laufen, auch wirklich kontinuierlich fortgesetzt werden können. Dann kommt die Wirtschaft wieder in Schwung und dann werden die Unternehmen auch wieder klarere Aussagen machen, vor allem wenn eben global diese Lockerungsmaßnahmen auch in Kraft treten. Das dürfen wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Das ist extrem wichtig. Es gab noch nie eine Zeit mit so wenig Fluglärm. Und ohne diesen Fluglärm zeigt sich natürlich auch, dass die Transportwege nicht gleich funktionieren wie vor Corona. Und diese müssen wieder in Gang bringen, damit die Wirtschaft auch läuft. Und von daher ist das extrem wichtig zu berücksichtigen, dass eben wirklich diese Lockerungsmaßnahmen rund um die Welt greifen müssen oder wieder anlaufen müssen. Die richtigen Umsatz- und Gewinneinbrüche, die werden ja wohl erst im zweiten und dritten Quartal kommen. Das erste Quartal war ja nur am Rand von der Krise betroffen. Ist das schon in den Preisen oder in den Erwartungen in den Aktienmärkten drin? Ja, also das ist auf jeden Fall drin. Das war der scharfe Einbruch, den wir zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen haben. Da waren ja die Finanzmärkte extrem pessimistisch. Ich denke, dass zweites, drittes Quartal negative Zahlen bringen wird. Das ist keine Überraschung. Das ist in den Märkten drin. Entscheidend ist, was passiert im vierten, ersten Quartal 2021. Und ich denke, da haben die Aktienmärkte tatsächlich schon sehr viel Optimismus gezeigt und eigentlich eine positive Erwartung bereits in den Preisen berücksichtigt. Möchte ich gleich eine Frage von unseren Zuschauern einstreuen, und zwar eine offensichtliche Frage. Haben wir an den Aktienmärkten die Tiefst mit den Kursständen von Mitte März also schon gesehen? Ich denke inzwischen ja, dass wir diese Tiefst gesehen haben. Es gibt aber zwei ganz wichtige Bedingungen. Es muss wirklich so sein, dass es keine zweite Welle gibt. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich Ökonomin bin und ich bin weder Herr Koch noch Herr Drosten. Darum kann ich dazu nichts sagen. Das darf es nicht geben. Und es muss wirklich eine graduelle Öffnung der Wirtschaft wieder geben und die in einer großen Breite. Hier muss ich aber offen sagen, bin ich viel optimistischer als noch vor einigen Wochen. Ich denke, dass diese graduellen Lockerungen zeigen eine positive Wirkung. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten, um eine Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern, die sind wirklich sehr groß. Es ist ein sehr starkes Bewusstsein und von daher bin ich optimistisch, dass diese Lockerungen auch wirklich voranschreiten werden. Und das ist eine sehr wichtige Bedingung. Darum denke ich, wir haben die Tiefst gesehen, ja. Jetzt ist es ja auch so, dass einige Unternehmen ihre Dividenden gekürzt oder ganz ausgesetzt haben für das letzte Jahr. Wie muss man das interpretieren, Thomas Stucki? Fallen die jetzt aus oder müssen wir künftig mit tieferen Dividenden rechnen? Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum die Unternehmen Dividenden ausgesetzt oder gekürzt haben. Zum Teil wurde es ihnen auch vorgeschrieben vom Parlament, ja, oder von in Frankreich auch vom Staat. Andere Unternehmen haben natürlich im Sinne einer guten unternehmerischen Planung gesagt, ja gut, die Liquidität möchte ich vorderhand behalten, solange es nicht geht. Ich glaube, man darf die Dividendenkürzungen, die aus solchen Gründen passiert sind, aus einerseits, sei es halt politisch bedingt oder aus Vorsicht sind, darf man nicht überbewerten.
Diese Unternehmen werden dann auch wieder relativ schnell zu den anderen, zu den alten Dividendenpolitik, zu den alten Dividendenwerten zurückkehren. Ich glaube, da muss man auch das nächste Jahr abwarten, wie sich es nach der wirtschaftlichen Erholung, wie sie sich verhalten, werden sie wieder in der Lage sein, die gleichen Dividenden zu bezahlen. Bei einem Großteil dieser Unternehmen bin ich der Meinung, ja, das wird der Fall sein. Das heißt, man wird dann auch im nächsten Jahr wieder höhere Dividenden sehen von diesen Firmen. Auch zum Thema Dividende interessiert mich die Meinung des Publikums. Hier haben wir eine Umfrage vorbereitet. Die Frage ist, wie wichtig ist die Dividende bei Ihren Aktienanlagen? Falls Sie der Meinung sind, sehr wichtig, bei den aktuell hohen Bewertungen sind die Dividenden die sicherste Ertragsquelle, dann klicken Sie auf A. Sich vorwiegend auf die Dividende abzustützen, ist riskant. Man verpasst hier vielversprechende Investments. Wenn das Ihre Meinung ist, klicken Sie auf B. Und wenn Sie der Meinung sind, Dividenden sind nicht wichtig, Unternehmen, die keine Dividende zahlen, investieren ihr Geld in künftiges Wachstum, was wiederum zu Aktienkurssteigerungen führt. Das wäre Antwort C. Mitgemacht bei der Umfrage haben 45 Teilnehmer. Es ist recht ausgeglichen. Eine kleine Mehrheit von 38% oder von 17 Teilnehmern findet, dass Dividenden sind sehr wichtig, sonst ist es sehr verteilt. Thomas Stucki, wie interpretieren Sie diese Abstimmung? Ja, auch hier, ich finde es gut, dass man sich da unterschiedliche Meinungen hat. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Meinungen, die da richtig sind. Es gibt kein Schwarz oder Weiß in dieser Frage. Wenn man sagt, ich will nur Dividenden, oder? Dann verpasst man beispielsweise natürlich die Technologiewerte, die häufig wenig Dividenden auszahlen, aber eine wichtige Funktion haben und auch sehr gut gehalten haben jetzt in der Krise. Auf der anderen Seite es geht ja nicht um die Dividende als solches, den Betrag, den man ausbezahlt bekommt. Der ist zwar schön und an dem kann man sich erfreuen, aber es ist mehr das Zeichen, dass eine gute, stabile Dividende, vor allem bei älteren und schon stabileren Unternehmen, zeigt, dass die Dividende, wenn man eine gute Dividende ausschütten kann, dass man in der Lage ist, operativ Gewinne zu erzielen, dass man in der Lage ist, dass man ein gutes Geschäftsmodell hat. Von daher die Signalwirkung von stabilen, guten Dividenden, die darf man nicht unterschätzen. Von daher bin ich auch persönlich Freund von guten Dividenden, aber jetzt sich nur auf Dividenden abzustützen, das wäre auch nicht richtig aus meiner Sicht. Eben, ich habe die Technologieaktien erwähnt. Darum bin ich der Meinung, dass das Umfrageergebnis, das jetzt diese Umfrage gezeigt hat, dass das genau das Richtige ist. Oder ich denke, wichtig ist immer die Quelle der Dividende. Woher kommt sie? Und es ist enorm wichtig, dass sie aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet wird. Ich würde keinen Dividendenzahler empfehlen, der das fremd finanziert. Und das gibt es natürlich, sondern wirklich auf Dividendenwerte, die wir setzen, die aus dem operativen Geschäft kommen. Und das hast du auch schön gesagt, dass nämlich die Corona-Krise eine Ausnahmesituation ist. Und wenn man diese ausklammert, dann sollte die Dividende in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sein. Und dann ist es ein Qualitätssiegel, dass eben die Dividende auch nachhaltig ist. Und hier den Aspekt Nachhaltigkeit, den finde ich extrem wichtig, dass es verfolgbar ist und dass es aus dem operativen Geschäft kommt. Caroline Hill, Dividendenstrategien gelten eigentlich als konservative Strategien, dennoch haben viele Dividenden-ETFs oder Fonds in dieser Krise recht schlecht abgeschnitten. Haben Sie eine Erklärung dafür? Eine so ganz einfache Erklärung, die ich Ihnen so geben kann, habe ich nicht. Aber was mir einfach auffällt, ist, dass der Markt im Moment nicht nach Dividendenzahlern oder Nicht-Dividendenzahlern sucht, sondern er unterscheidet zwischen Profiteuren und Nicht-Profiteuren der Corona-Krise. Auch hier ein Beispiel, klassisch, Novartis Roche hat keine gute Zeit hinter, Novartis hat keine gute Zeit hinter sich, Roche dagegen schon. Weshalb Roche schon? Ja, sie sind im Loop für diesen Antikörpertest. Und obwohl Roche sagt, dass sie davon keinen großen finanziellen Nutzen haben, stehen sie ganz oben auf der Liste bei vielen Aktienkäufern. Und Novartis auf der anderen Seite konnte bis jetzt nicht
bei der Corona-Pandemie punkten, sage ich mal. Sie haben bei den Patentabläufen ein paar Abläufe, die nun kommen. Und so gehen im Moment die Leute heran. Beide sind nach wie vor gute Dividendenzahler. Ich würde beide Titel als Dividendenaktien behalten, aber weil eben Roche eher positive Schlagzeilen macht in Corona, während Novartis überhaupt nicht auf der Bildfläche erscheint, hat es eine so unterschiedliche Entwicklung, obwohl eigentlich beide Titel im Großen und Ganzen immer noch vergleichbar sind. Und ich denke, das sieht man bei ganz vielen. Die Leute haben keine Dividende gesucht, sondern sie haben das Portfolio strukturiert nach, wer profitiert von Corona, wer ist negativ davon betroffen. Und so hat sich das Ganze dann zusammengestellt. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb die Dividendenwerte so stark zurückgeblieben sind. Es zeigt eben auch, dass eine konservative Anlagestrategie, und das ist Dividende nach wie vor, in solchen Krisenzeiten seinen konservativen Wert nicht spielen kann, sondern dass eben wirklich diese Trennung Spreu von Weizen, ob die dann richtig oder falsch ist, spielt gar keine Rolle, aber dass das eben das Leitmotiv bei vielen Anlegern in diesem Umfeld eben ist. Thomas Stuck, ich komme nicht umhin, eine Frage zum Gold zu stellen. Vor einem Monat haben wir an dieser Stelle eine Umfrage gemacht, ob die Zuschauer in Gold investieren würden. Die meisten fanden Gold viel zu teuer. Der Goldpreis ist in der Zwischenzeit wieder leicht gestiegen. Was sagen Sie dazu? Ja, wir haben in den Mandaten, die wir für unsere Kunden verwalten, jetzt seit, sagen wir, praktisch so kurz vor Ende 2018 eine Goldposition drin von 5%. Die hat uns in dieser Zeit viel Freude gemacht. Sie hat uns auch im letzten Monat wieder Freude gemacht. Also Gold hat einfach den Mythos der Sicherheit. Und gerade in Zeiten, wie wir sie momentan sehen, da kommt er einfach zum Tragen. Dann funktioniert er auch. Von daher Gold als Sicherheitsfunktion im Portfolio, als Sicherheitsposition, hat nach wie vor seine Berechtigung, auch auf dem Niveau, wo es momentan ist. Wenn ob der Goldpreis jetzt so schnell wieder Richtung 2000 Dollar oder noch höher steigt, wie man das verschiedentlich lesen kann, da habe ich persönlich auch meine Zweifel. Für mich hat das Gold im Portfolio aber eben auch nicht in erster Linie diese Funktion, den schnellen, raschen Gewinn zu erzielen, sondern für mich hat es eben die Funktion, eine stabilisierende Wirkung zu entfalten. Und da hat sich einmal mehr gezeigt, da ist diese Funktion und diese Seite ist Gold halt wirklich sein Gold wert. Und dann vielleicht ganz kurz ein Kommentar zum Ölpreis. Auch der macht ja Bocksprünge. Ja, ich glaube, als normaler Anleger, und auch zu denen zähle ich mich, uns, wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern und Zuschauern auch, ich glaube, da muss man sich vom Erdölmarkt, und damit meine ich wirklich diese Erdöl-Futures, fernhalten. Das ist das Spielwiese der Spekulation. Es ist Gold, Erdölpreis ist auch sehr politisch bedingt. Ich glaube, man darf natürlich das, was da im April passiert ist, der Erdölpreis auf minus 37, das sind auch technische Faktoren. Ich glaube, Tatsache ist, der Erdölpreis hat eine reale Komponente, das Angebot und Nachfrage. Momentan ist das Angebot natürlich viel höher als die Nachfrage. Darum ist der Goldpreis auch gesunken. Und um das herum hat es die spekulative Komponente. Vom Erdölmarkt mit den Futures, da würde ich jetzt die Finger lassen, was aber nicht heißt, dass man nicht Aktien von Erdölfirmen kaufen kann. Das sind gute Dividendenzahlen natürlich normalerweise und die sind auch in der Lage, mit diesen Kapriolen des Erdölmarkts umzugehen. Sie haben sich auch entsprechend aufgestellt, das heißt, wenn Erdöl, dann eher Erdölfirmen oder nur Erdölfirmen, also die Aktien davon, Erdöl selber, da würde ich halt einfach die Finger davon lassen. Da kann man nicht allzu viel gewinnen, aber sehr viel verlieren. Wir hatten eingangs über Inflationsrisiken gesprochen oder Inflationsszenarien gesprochen. Gerne möchte ich unsere Zuschauer wieder fragen, wie sie damit umgehen. Und die Frage hier ist, auf welche Anlageklasse setzen Sie am ehesten, wenn Sie sich gegen Inflation schützen wollen? Wenn Sie der Meinung sind, Aktien schützen am besten gegen Inflation, dann klicken Sie auf A. Wenn Sie der Meinung sind, Immobilien, dann auf B. Wenn Sie denken, Gold schützt am besten gegen Inflation, C. Und wenn Sie auf inflationsgeschützte Anleihen setzen, dann klicken Sie auf D.
37 Teilnehmer haben mitgemacht. Fast die Hälfte sagt, Aktien schützen am besten gegen Inflation. Ich finde das überraschend. In Allgemeinheit Immobilien oder Gold schützen am besten. Thomas Schlucki, was sagen Sie dazu? Ja, das ist gute Antwort, die da gegeben wurde. Immobilien sind der klassische Inflationsschutz, Sachwerte generell, dazu gehören auch Aktien. Ich glaube, bei der Inflation, der Reaktion auf Inflation, muss man auch schauen, wie hoch die Inflationsrate ist. Wenn die Inflationsrate nicht allzu hoch ist, ich denke eben 3-4% Maximum, oder? Dann ist eben Aktien die Sache, dann profitieren die Aktien, weil solche Inflationsraten sind üblicherweise auch ein Zeichen, dass es der Wirtschaft gut geht. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, ist für Aktien auch gut. Wenn die Inflation jetzt deutlich über diese Werte steigen wird, dann haben Aktien ein Problem. Warum? Weil die Zentralbanken dann natürlich diese Inflation bekämpfen und letztendlich die Wirtschaft abwürgen. Und dann die Aktienmärkte unter Druck geraten. Immobilien, klassischer Inflationsschutz, würde ich unterschreiben. Gold, es gibt an sich keinen ökonomischen Grund, warum Gold Inflationsschutz sein sollte. Die Realität der letzten Jahrzehnte hat das Gegenteil gezeigt, aber sicher nicht im Vordergrund. Was ich sehr gut gefunden habe, dass die inflationsgeschützten Anleihen da unter ferner Namen auch teil, weil das hat jetzt, diese heißen zwar so, aber effektiven Inflationsschutz bieten sie nicht, weil der Markt ist sehr illiquid, es ist klein, wird hin und her geworfen von inflationsgeschützten Anleihen. Wenn man das Gefühl hat, man sucht einen Inflationsschutz, würde ich die Finger lassen. Dann möchte ich zu den Fragen unserer Zuschauer gehen, vielleicht noch zur Präzisierung. Eine Frage, Thomas Stucki, steigt das Gold weiter? Wir sehen das Gold auf den Niveaus, wo es momentan ist. So, man sieht auch in den letzten Wochen ist es so um die 1700 Dollar pro Unze. Mal etwas darüber, mal etwas darunter. Da wir nicht davon ausgehen, Caroline Hillert hat es erwähnt, dass die Wirtschaft wirklich zusammenbricht. Da wir nicht davon ausgehen, dass die Aktienmärkte die alten Tiefstände von Mitte März noch einmal testen, gehen wir auch nicht davon aus, dass das Gold jetzt noch schnell weiter steigt. Ich habe es erwähnt, diese Prognosen 2000 Dollar, da glaube ich nicht so schnell dran. Aber das Gold wird seinen Wert behalten, solange es nicht alles wieder perfekt ist. Das heißt, man kann das Gold gut in seinem Portfolio halten. Wenn man es noch nicht hat, ich glaube eben, wenn man aus Sicherheitsüberlegungen denkt, dann spielt es an sich auch nicht so eine Rolle, wo der Einstandspreis ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt sehr schnell um Richtung 1800, 1900 Dollar steigt. Nein, das nicht. Karin Hill, eine Frage an Sie. Sehen Sie die Gefahr, dass es durch Kreditausfälle im Euroraum zu Bankenpleiten kommen könnte? Also diese Gefahr, die besteht immer. Es liegt in der Natur der Banken. Im Moment ist sie natürlich virulenter durch die starke Rezession. Hier denke ich aber, dass wir mit den Notenbanken Institutionen haben, die aus der Finanzkrise sehr wohl gelernt haben. Man wird kein Exempel mehr statuieren wollen wie bei Lehman Brothers, weil man weiß, welchen negativen Kreislauf das nehmen kann. Und wenn das Vertrauen im Bankensystem mal weg ist, dann ist es wirklich weg. Das heißt also, wenn man wirklich in Europa Banken hat, die Kreditprobleme haben, dann wird man diesen bilateral helfen. Man wird ihnen helfen, die Bilanz neu zu strukturieren, weiterhin am Markt zu bleiben. Und man wird ihnen vor allem auch helfen, liquide zu bleiben. Und mit man meine ich wirklich die EZB, die dafür verantwortlich ist, das europäische Bankensystem stabil zu halten. Darum denke ich, nein, wir werden keine Bankenpleiten in Europa sehen, die wirklich das Bankensystem oder das Wirtschaftssystem wieder aus den Angeln heben können, weil ich hier davon überzeugt bin, dass Christine Lagarde, die ja auch wirklich als bankenfreundlich gilt und die der EZB Geldpolitik auch eine bankenfreundlichere, bankenunterstützendere Richtung gegeben hat. Sie hatte diesen Freibetrag beispielsweise eingeführt auf Negativzinsen, dass sie auch wirklich hier eingreifen wird und hier die Banken unterstützen wird, weil sie eben wirklich für die Wirtschaft sehr zentral sind, damit der Karren auch weiterläuft. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können uns weiter. Dann noch vielleicht etwas kurz stellen, Thomas Stucki. Oder?
In der Finanzkrise gingen ja die Banken auch nicht Konkurs, diejenigen, die Probleme hatten, auch weil sie auf ihren Kreditpositionen verloren haben. Das kam dann später, sie gingen Konkurs, weil sie auf ihrer Aktivseite zu viele Hypothekenpapiere hatten, dass sie verbrieften. Das ging dann sehr schnell und sie konnten sich nicht anpassen. Die Verluste auf den Kreditpositionen, die werden kommen, aber die werden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung und auch einer gewissen Verteilung über die Zeit ankommen, muss man auch sehen, Kreditgeschäft ist also das ureigene Geschäft der Banken. Das sollten sie ja eigentlich verstehen. Und von daher habe ich jetzt nicht Angst, dass Banken wegen den Kreditverlusten Konkurs gehen. Aber die Kreditverluste, die werden kommen und die werden die Erträge der Banken belasten. Sie werden auch das Kapital der Banken belasten. Aber es ist dann mehr eine Ertragsfrage und hat letztendlich auch eine Aktienpreisfrage. Aber ich habe jetzt, ähnlich wie Caroline, oder genau wie es Caroline Hilb gesagt hat, jetzt nicht Angst, dass wir eine große Pleitewelle von Banken erleben werden. Wir werden Pleiten in anderen Bereichen sehen, aber diesmal nicht in den Banken. Gleich nochmal eine Frage an Sie, Thomas Stucki. Wann sehen Sie das Ende der Negativzinsen? Ja, da muss ich weit, weit an den Horizont schauen, oder? Ich gehörte auch zu denen, die das 2019 irgendwo so am Horizont langsam sahen. Aber mittlerweile hat sich das Thema verewigt oder bestätigt, auch wenn man die Zinskurve anschaut für Schweizer Frankenanleihen, die ist mehr oder weniger flach. Das heißt, die Zinsen für 10-jährige Anleihen sind nicht viel höher als für 3-monatliche Festgelder. Solange in Amerika die Fed die Zinsen nicht mehr erhöht, wird auch die Nationalbank nicht darüber nachdenken, die Zinsen zu erhöhen. Das heißt, ich würde mal sagen, da muss man Jahre hinaus, nicht gerade Jahrzehnte, aber Jahre hinausschauen. Das heißt, die Negativzinsen werden uns leider noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Ein konkretes Datum kann man da heute nicht sagen. Herr Hilb, wie sehen Sie die Aktivitäten der Zentralbanken? Das heißt ja dann immer bei der nächsten Aktion, also jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht, bis zur nächsten Krise, wo dann die Zentralbanken noch was drauflegen. Wie geht das weiter? Das wird auch weiterhin so sein, dass die Notenbanken in Krisenzeiten eingreifen. Und ich denke, dass sie bei ihrem Instrumentarium auch weiterhin sehr kreativ bleiben werden. Was ganz wichtig ist, ist, dass man das Ganze auf die Zeitachse legt. Aber wir hatten ja doch mit der Fed, die hat diese Pause genutzt zwischen den beiden Krisen, um sich wieder eine normalere Geldpolitik anzueignen, um jetzt eben auch wieder mehr Gas geben zu können. Das ist das, was die EZB oder auch die SNB in dieser Zeit nicht machen konnten. Aber es ist natürlich es sind zwei verschiedene Dinge. Kurzfristig ist es wichtig, dass die Notenbanken eingreifen und handlungsfähig bleiben. Das haben alle großen Notenbanken in der aktuellen Phase bewiesen. Es ist auch wichtig, dass die Notenbanken international kooperieren. Das ist auch passiert beispielsweise am US-Dollar-Kreditmarkt. Das haben sie auch gezeigt. Und sie haben auch gezeigt, dass sie fähig sind, ihr Instrumentarium auf die Krisen anzupassen. Dieses Mal sind ja die Notenbanken viel stärker im Hintergrund, als es in der Finanzkrise der Fall war. Das ist eben, weil es ein realwirtschaftlicher Schock ist und nicht ein finanzwirtschaftlicher. Und von daher, ja, die Frage muss man sicher mit Ja beantworten. Es wird so in diesem Kreislauf weitergehen, aber es ist einfach wichtig, dass die Pausen eher mehr genutzt werden, um wieder in die Normalität zu gehen. Da ist die Fed als gutes Beispiel vorangegangen und die anderen Notenbanken, die haben das leider nicht gemacht. Ich sehe hier eine Frage, ob das nicht ein Freibrief ist für aggressive Hedgefonds. Nein, das ist kein Freibrief. Die Hedgefonds agieren immer so natürlich, dass sie sich solche Chancen auch heraussuchen. Aber man muss ja dann trotzdem auch wissen, welche Chancen in welchem Zeitraum ergriffen werden müssen. Es gibt immer den einen, der da diesen Lucky Punch hat, aber als Freibrief würde ich das nicht bezeichnen. Ich brauche ja auch den Glauben ans Wirtschaftssystem und handlungsfähige Notenbanken sind hier matchentscheidend, die auch mein Vertrauen verdienen und das verdienen die Notenbanken im aktuellen Umfeld. Vielleicht nochmal in aller Kürze eine Zusammenfassung. Die Börse läuft relativ gut, die Wirtschaft spricht von Rezession. Wie ist dieser Gap jetzt also zu erklären? Das ist eben der Optimismus, der hier vorweggenommen wird. Und das ist immer so in der Vergangenheit. Wir haben den Ist-Zustand in der Wirtschaft. Das ist diese stark rezessive Tendenz. Aber wir haben
den Optimismus, dass das in den kommenden Quartalen überwunden werden wird. Und das sind diese 6 Monate, die der Aktienmarkt dann häufig schon vorwegnimmt, bevor es effektiv eingetreten ist. Und so ist dieser Gap eigentlich zu erklären mit dem unterschiedlichen Horizont. Genau, das ist so. Die Finanzmärkte haben eigentlich 2020 abgehakt. Die sind geistig, sind die im 2021 schon. Und sie gehen momentan davon aus, dass es eben 2021 deutlich besser wird. Wäre zu schön und wäre hoffen, dass das der Fall sein wird, oder? Ich kann mir aber schon noch vorstellen, dass es auf dem Weg bis 2021 noch den einen oder anderen, ich sag mal, Rumpler gibt, dass es mal noch irgendwann realisiert, es geht ja doch noch etwas länger, oder, bis es geht, und die Finanzmärkte auch weiterhin unsicher, auch vorübergehende Kursrückschläge, 5%, wie man in der Vorwoche, kann auch mal 10%, das würde mich nicht überraschen, aber die Finanzmärkte neigen im Prinzip zur Zuversicht, die Anleger sind grundsätzlich positiv denkende Leute, und wenn sie sehen, dass es wieder hoch oder wieder besser wird, dann haben sie Freude und greifen auch zu. Wenn man über die nächsten Jahre hinausschaut, da bin ich auch der Meinung, ein gut diversifiziertes Aktienportfolio, wie wir es in der Umfrage gesehen haben, ist wahrscheinlich eines, oder ist nicht wahrscheinlich, ist eines der besten Anlagen, die Sie über die nächsten 2-3 Jahre halten können, angesichts der tiefen Zinsen, auf denen, dass Sie bei den Obligationen nichts verdienen, und auch angesichts, dass eben die Wirtschaft, sie wird sich erholen, das ist klar. Die Frage ist einfach, wie schnell und wann. Wie sehen Sie die Emerging Markets in den nächsten Jahren, vielleicht im speziellen Südamerika? Südamerika ist ein bisschen leid geprüft im aktuellen Umfeld. Es ist natürlich negativ tangiert von den USA, dem wichtigsten Handelspartner. Es ist als Rohstoffexporteur natürlich auch eher negativ tangiert vom tiefen Ölpreis. Und hinzu kommt mir natürlich noch, dass die politische Stabilität in Südamerika doch zurückgegangen ist in den letzten Monaten. Von daher, ich bin eher vorsichtig bei Südamerika. Ich finde, es ist nicht unbedingt der Moment, um einzusteigen. Höchstens, man ist auch bereit, in den nächsten 5 bis 6 Jahren noch zusätzliche Verluste im Extremfall zu akzeptieren. Aber ich finde es ein sehr schwieriger Markt, vor allem weil man noch nicht weiß, wie die politische Einflussnahme dann irgendwann auf den Kapitalmärkten ist. Das ist sicher stärker bei den Bondmärkten als auf der Aktienseite. Ich finde eher, dass Südamerika nicht ein sehr interessantes Anlage oder eine interessante Anlageregion ist im aktuellen Umfeld. Thomas Stuck, ich hatte eingangs gesagt, this time is different, diesmal ist alles anders. Ist das so? Ja, es ist anders. Ob alles anders ist, werden wir sehen. Was sicher anders ist, ist halt schon die Wucht, mit der die Wirtschaft unter Druck geraten ist. Auch das in dieser Schnelligkeit und in dieser Schärfe praktisch ist praktisch über Nacht, das ist schon anders, oder? Auf der anderen Seite läuft die Rezession halt in ihrem Grundmuster ab, wie sie halt immer abläuft. Es wird zu Konkursen gehen, es wird zu Anpassungen in der Wirtschaft gehen, es wird Gewinner und Verlierer geben, aber irgendwann wird sich die Wirtschaft auch wieder erholen und sie wird wie ein Phönix aus der Asche, wird sie sich da wieder aufrappeln. Von daher, ja, ist nichts anders, auch an den Börsen. Es ist an sich das Klassische, das man gesehen hat. Der erste Schock ist dramatisch. Man ist da schön ruhig in das neue Jahr gestartet, oder? Immer neue Höchst bis Mitte Februar. Und plötzlich dann der große Schreck, dann die schnelle Gegenbewegung. Und jetzt fängt man an zu analysieren, wie geht's weiter. Von daher, nein, das Grundmuster ist so, wie es normalerweise auch ist. Aber halt, die Farbe ist halt mal einmal etwas dunkler, mal etwas heller. Das ist das, was anders ist. Aber letztendlich ist alles immer blau. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich manchmal nach Mark Twain. Caroline Hilp, wagen Sie einen Reim zur aktuellen Situation? Nein, ich habe etwas bei Wilhelm Busch geschaut, aber ich habe keinen Reim gefunden, der wirklich zur aktuellen Situation passt. Darum vielleicht die Frage an Sie, Herr Gregor, ob Sie einen gefunden haben. Ich habe tatsächlich einen gefunden. Für uns Anleger wird es ja nicht einfacher, aber gemäß Wilhelm Busch heißt es, stets äußert sich der Weise leise, vorsichtig und bedingungsweise. Thomas Stucki, Caroline Hipp, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Wenn Sie also
weiterhin an den Einschätzungen der Weisen, dass an Galler Kantonalbank interessiert sind, können Sie diese regelmäßig, können Sie die leisen Kommentare der Experten auf der Website der St. Galler Kantonalbank www.sgkb.ch/podcast finden. Dort können Sie unsere Audio- und Videopodcasts auch regelmäßig auch abonnieren. Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, danke ich fürs Dabeisein und für die aktive Teilnahme. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Genau.